Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Gwent Spotlight. Ein neues Format, was auch schon häufiger in den Kommentaren vorgeschrieben wurde, was ich eigentlich auch schon häufiger machen wollte. Anstatt ganze Decks zu zeigen, bedienen wir uns hier einzelner Karten. Wir sehen uns einzelne Karten an, die wir eigentlich sonst sehr wenig in der Meta sehen, die wir allgemein sehr wenig in diesem Kartenspiel haben, die aber auch einen Effekt haben, den ich relativ cool finde, wovon ich mir eigentlich mehr wünschen würde. Ne? Die erste Karte, die wir uns angucken, ist der liebe Tzatzius. Tzatzius ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Das Problem an Tzatzius ist, er ist für eine Goldkarte relativ schwach von der Stärke her. 13 Punkte ohne wirklich einen Effekt, der uns Punkte bringt. Der Effekt ist einfach, dass wir uns das gegnerische Deck ansehen können und eine Karte, die wir wollen, nach ganz unten legen können. Tzatzius ist aber genau durch diesen Effekt eigentlich eine ziemlich besondere Karte. Das Besondere ist, dass wir, wenn wir Tzatzius ausspielen, der ist natürlich nur in der ersten oder zweiten Runde relativ gut. In der dritten Runde ist er so, nja, eher schlecht. Mit Tzatzius wissen wir, was der Gegner sofort spielt. Wir wissen, welche Karten er in seinem Deck hat. Und wenn wir das gegnerische Deck kennen, wenn es vielleicht so ein Meta-Deck ist, wie Großschwerter oder so, können wir dann genau sagen, okay, er hat die, die und die Karten auf der Hand. Das heißt, da kann ich jetzt nicht wirklich drum herum spielen oder sollte drum herum spielen, aber er hat die Karte nicht auf der Hand. Ne? Kann sehr nützlich sein, es kann wirklich sehr gut sein. Man kann dem Gegner Schlüsselkarten, die er unbedingt braucht, nach ganz unten legen. Und manche Decks haben nicht die Möglichkeit, ihr komplettes Deck zu ziehen. Wir wissen, wenn der Gegner irgendeine besondere Combo spielt, wie Leafy Weegees, können wir ihm vielleicht eine dieser Combo-Karten nach ganz unten legen. Und wenn er wirklich schlecht zieht, dann hat er nicht die Option, diese ganzen Karten zu ziehen. Ne? Also Tzatzius kann Decks kaputt machen, die auf Schlüsselkarten ausgelegt sind. Tzatzius kann uns zeigen, was der Gegner für einen Decktyp spielt, was uns eine Menge Informationen gibt, die ziemlich hilfreich sind. Das heißt, diese 13 Punkte Stärke sind dafür in Kraft zu nehmen, aber man weiß einfach, was der Gegner hat. Man muss es halt nur versuchen, ihn aufzuhalten. Es ist trotzdem möglich. Es ist eine relativ coole Karte, die man sehr selten sieht. Sie wurde eine Zeit lang gespielt, als Alchemie sich neu entdeckt hat, aber mit der Zeit wurde sie auch so wieder ein bisschen vernachlässigt. Ja, das Problem ist halt wirklich diese 13 Punkte, ne? Ich meine, wir wissen, was der Gegner spielt, aber selbst wenn wir jetzt nicht aufhalten können von den Punkten her, ist Tzatzius ein bisschen tricky. Außerdem kann er manchmal in die Hose gehen. Vielleicht hat der Gegner doch einen Lucky Draw oder so oder hat noch einen, weiß ich nicht, Giles oder königlichen Erlass auf der Hand, womit er auf jeden Fall die Karte, die wir nach ganz unten gelegt haben, ziehen kann. Es ist eine riskante Karte, es ist eine lustige Karte, aber es ist ein sauguter Effekt, wenn man dieses Kartenspiel kennt, wenn man die Metadecks kennt, dann könnte man dieser Karte auf jeden Fall mal vielleicht wieder ein bisschen Spotlight geben. Guckt euch gerne die Spiele an, wo ich mit Tzatzius ein bisschen gecrappt habe, aber ja, vielleicht gefällt euch diese Karte ja doch auch. Onward, Sons of Nilfgaard. Okay, Uncrate. Mahakama erstmal, Plötze, noch Mahakama. Schon wieder Tzatzius nicht auf der Hand. Ist natürlich doof, wenn man eine Folge um ihn machen will und der nie auf die Hand kommt. Das ist so dumm. Okay, aber es soll uns nicht abschrecken. Wir spielen gegen Uncrate. Die Frage ist, was es ist. Sind es Großschwerter? Wenn es Großschwerter sind, haben wir ein relativ großes Problem, weil wir haben nur einen Vipernhexer gerade auf der Hand. Wenn es Veteranen sind, dann, ja, wäre es auch nicht gerade besser. Wenn es irgendein Special Deck ist, dann werden wir das mal sehen. Wir müssen anfangen. Wir geben ihm Golem. Er spielt auf jeden Fall mit Nova. Es könnte natürlich ein Swim-Deck sein, ne? Ach nee, wir haben ihm gerade eine Karte darauf gelegt. Ich bin so doof. Okay. Okay. Gucken wir mal, was er spielt. Oh, da ist er. Schnuggel, komm her. Es ist ein kontrollskellige Deck, so wie es mir aussieht. Jetzt kann ich halt überlegen. Wir wissen auf jeden Fall, das ist das Holland Tzatzius, ne? Ich muss jetzt ein bisschen erklären. Wir wissen, er hat Hymn nicht, wir wissen, er hat Burner nicht und wir wissen, er hat Gerald Igni nicht auf der Hand. Er hat nur eine Goldkarte auf der Hand. Und das könnte eine Telekinese sein, ne? Ich glaube, hier werden die Karten angezeigt, die ganz unten sind, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Die Sache ist, was will ich nach unten legen? Wir sehen, er hat seine Schiffswiederbeleber, er hat seine Harpuniere, es ist auf jeden Fall ein kontrollskellige Deck. Morvak kriegt aus dem Deck raus, das heißt, es würde keinen Unterschied machen, ob ich ihn nach unten lege oder nicht. Aber Wettereffekte sind gegen uns relativ übel. Das heißt, ich würde, wenn ich wirklich ehrlich bin, oder will ich einen Hymn nach unten legen? Ich lege einen Hymn nach unten, dann hat er seine Spionkombo nicht. Das ist interessant. Jetzt holt er sich Morvak.
Ja, das wissen wir schon. Ich kann natürlich nicht so einfach passen. Weil wenn ich einfach passen würde, kann er einfach, ja, wir wissen, er hat einen Gerald Igni, aber den hat er nicht auf der Hand. Das heißt, kann jetzt frei von Igni, frei von Hym, frei von Burner spielen. Was ist seine Goldkarte? Es könnte Kontroll, was spielt mir noch mit Kontrollskellig? Ich glaube, Muzzle sogar. Okay. Muzzle wäre natürlich relativ doof für meine Hexer. Er hat auf jeden Fall die Karte auf der Hand. Wird Kontrollskellige noch mit Muzzle gespielt? Er hat einen Champion of Hoth auf der Hand. Das wissen wir auf jeden Fall. Champion of Hoth ist auch eine Karte für Kontrollskellige Decks. Champion of Hoth, Muzzle oder Trist Telekinese. Das werden wir dann sehen. Versucht es erstmal mit den Schiffchen. Da er kein Igni hat, kann ich auch erstmal meine schwachen Karten raushauen. Die Frage ist natürlich, hat der Muzzle? Ah. Das soll mich nicht weiter stören. Er hat seinen Wettereffekt nicht mit seiner Burner. Aber wenn's... Er könnte auch einen Goldwettereffekt spielen, ne? Das ist es halt. So, und jetzt muss ich halt aufpassen. Ich mache maximal 10 Schaden. Das heißt, wenn ich Morvak auf 1 anschieße, wird mir das nicht wirklich viel bringen. Außer, dass er ihn wieder... Er kann seine Schiffe aber auch wieder beleben, ne? Ich könnte auch ein Vesemir ausspielen mit noch einem Mahakamael oder einem schwarzen Blut erstmal. Ich glaube sogar, ich würde ein Vesemir nehmen mit dem schwarzen Blut, wieder auf dem Ikimara hoffen. Ja, perfekt. Und dann den Morvak einmal snacken. Nächste Runde Morvak mit dem Vipernhexe anschießen und damit Alraunwurzel Morvak endgültig beseitigen. Wenn er ihn jetzt nicht heilt. Aber wir haben gesehen, sein Schiff hat meistens noch die Wiederbeleber. Okay, er passt schon. Wir wissen, dass er seine Spion-Kombo nicht hat, weil Hym ganz unten liegt. Burner und Gerald Igni hat er nicht. Will ich noch eine Karte ausspielen lassen? Asaya gefällt mir relativ gut. Oldmans sind halt relativ nutzlos, weil ich habe keine Vipernhexe auf dem Friedhof. Triss kann in Ordnung sein. Ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen weiterspielen wollen. Ich würde mir auf jeden Fall meine Plötze zurücklegen wollen. Und ich würde ihm auf jeden Fall ein... kein Piratenkapitän, ne? Dann lege ich ein Dominium zurück in sein Deck. Das ist in Ordnung. Jetzt holt er noch Schiffe raus. Oder Schiffswiederbeleber eher. Ja, das ist in Ordnung. Restore war, glaube ich, auch relativ weit unten von seinen Karten. Das heißt, das soll mich nicht wirklich stören. Kann eh genug wiederbeleben. Will ich Morvak noch als Carryover wegnehmen? Er hat einen Spion. Ist jetzt natürlich doof für mich. Er hat seinen Skell gezogen. Resetten wird mir sonst in der nächsten Runde nicht wirklich viel bringen. Allgemeine Raumwurzel, aber die kann ich auch noch abwerfen. Wilgefortz will ich nicht opfern. Ich will Morvak aber auch nicht wirklich wegmachen. Ich glaube, ich passe jetzt. Er hat zwar eine Karte mehr in seiner letzten Runde. Aber wir müssen keine Sorgen vom Hym haben. Aber Hym ist jetzt auch eigentlich unsere geringste Sorge. Wir müssen natürlich auf den Gerald Igni aufpassen. Das kann passieren. Und wir müssen auf eine Burner aufpassen. Das heißt, wir sollten trotzdem noch in die Reihen spielen. Wobei, wenn er noch Schiffe zum Ziehen hat, ist es relativ doof. Er muss halt jetzt gucken, was er macht. Er kann noch einen Schiffswiederbeleber haben. Piraten-Captain-Schiffswiederbeleber in irgendwas. Das wird reichen von den Punkten her. Er nimmt sogar noch einen Vadamakar. Das ist interessant. Das heißt, er kann seine Burner auf der Hand haben. Kann seine Burner nachgezogen haben. Er will aber auf jeden Fall nicht seinen Hymn nachziehen. Okay.
Ich hätte ihm vielleicht Burner nach unten legen sollen. Will ich einen Spion in dieser letzten Runde haben? Eigentlich ja. Spielen wir uns jetzt nicht wirklich schlimm. Er muss halt uns, alle seine Karten greifen uns auch so ein bisschen an. Das ist der Nachteil in dem Deck. Ah. Maha Kamael, wenn ich eh auf die Reihen verteilt spiele, ist Maha Kamael vielleicht noch in Ordnung. Oder will ich doch lieber eine Allraunwurzel? Es kommt drauf an, was er noch so spielt. Ich glaube, ich nehme mal Maha Kamael. Das bringt mehr Punkte. Okay. Da hat er ein Schiff. Er kann natürlich noch einen Rüstungsschmied spielen. Davon kann ich ausgehen. Und diesen Rüstungsschmied würde ich ganz gerne nicht procken lassen. Das heißt, ich greife nicht meinen Spion an. Ich verliere zwar jetzt mit jedem Vipernhexer ein paar Punkte, aber es lohnt sich einfach nicht. Okay, er macht Plötze putt. Ich würde sogar tatsächlich zuerst ganz gerne einen Vilgefortz spielen, bevor ich Maha-Kammer raushole. Ein Vikavarum Medic ist interessant. Was will ich mir von ihm klauen? Ich glaube, ein Harpunier würde die meisten Punkte bringen. Er könnte nämlich beide heilen. Harpunier macht trotzdem noch die meisten Punkte. Jetzt kann ich den Spieler noch nächste Runde töten, wenn er nicht heilt. Der kann nicht mehr wirklich ziehen. Er kann auch schießen. Okay, dann mache ich auf jeden Fall mit dem Vipernhexer kaputt. Damit er sie nicht hochheilen kann. Was sind seine Karten noch? Hat er eine Burner? Er kann nach hinten ziehen. Was nicht wirklich schlimm ist. Ein Vipernhexer. Okay. Burner macht jetzt natürlich noch gut Punkte. Wird es durch den Wettereffekt reichen? Vielleicht. Es ist eine Korall. Aber eine Korall. Oh, es ist genau ein Unentschieden. Willst du mich? Korall war die letzte Kontrollkarte. Stimmt, Korall. Wieso vergesse ich Korall? Korall ist hundertprozentig safe in jedem skellige Deck. Es war eine Korall. Aber er hat seine anderen Goldkarten nicht nachgezogen. Er hat seinen Hymn nicht bekommen. Er hat seinen Gerald Igni nicht bekommen. Und wir wussten, dass er jetzt einen Gerald Igni hatte. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen drum herum gespielt. Und er hat auf jeden Fall seine andere... seine Burner hat er auch nicht bekommen. Die war aber auch, glaube ich, nicht wirklich weit oben. Wobei die Karten werden nicht in der Reihenfolge angezeigt, ne? Also das muss man bedenken, aber wir wussten ungefähr, was er so auf der Hand. Er hatte tatsächlich nicht seinen Champion of Hoth, den hatte er nicht. Er hat einen Vadamakar dafür gehabt. Oder habe ich den Champion im Deck übersehen? Ich habe es vielleicht übersehen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, unentschieden. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Mal gucken, ob wir nochmal mit Zartius spielen. Ich hoffe. Ich ist nochmal ein Ankrate. Meisterschön. Maha Kamael zuerst. Zartius, perfekt. Und eine Salbe kann ich ablegen. Wir haben zwei tote Salben auf der Hand. Das ist halt immer relativ doof. Aber er fängt an. Okay, dann wird er uns schon gleich preisgeben, was er für ein Deck hat. Da wird er uns schon gleich preisgeben. Sind es Großschwerter? Er passt tatsächlich. Dann werde ich mir die erste Runde holen. Es sind Großschwerter. Er hat Korall auf der Hand. Er spielt mit Fred und Spion. Er hat Hymn. Korall und Hymn hat er auf jeden Fall auf der Hand. Und dann noch die Goldkarte, die immer wechselt. Wir könnten Muzzle haben. Ich weiß es nicht ganz genau. Will ich einen Gerald Igni wirklich nach unten ablegen? Jungle Fred zieht er sich aus dem Deck raus. Er hat seine ganzen, er hat einen Piraten-Captain auf der Hand auf jeden Fall. Er hat zwei Schiffe Fenim, aber die braucht er nicht wirklich. Harald Hundeschnauze. Das heißt, er wird eine Spearmaiden haben. Das heißt, es wird nichts wirklich bringen, Großschwert abzulegen. Aber er hat auch seine Sigdriefe auf der Hand. Ne? Er hat aber auch nur eine Priesterin bis jetzt auf der Hand. Ich lege mal einen Gerald Igni nach hinten. Okay. Darum mag ich Zartius. Also wir wissen jetzt, was er auf der Hand hat. Wir wissen, er hat Korall. Korall ist böse gegen uns auf einer langen Runde. Wir wissen, er hat Hymn. Das heißt, er kriegt safe seinen Spion raus. Aber das soll uns auch nicht stören. Weil wir haben bis unseren Spion noch nicht. Mahakammer weg. Okay, wir müssen trotzdem anfangen.
Ich guck mal, was ich ziehe. Das Saya gefällt mir relativ gut. Da kann ich mir zwar nur eine Plötze zurücklegen, aber eine Plötze ist eine Plötze. Okay. Seine Schiffswiederbeleber sind im Deck drinnen, das haben wir gesehen. Das Wichtige ist, auf jeden Fall, Goldkarten kann ich hochbuffen. Wir wissen, dass er eine Korall hat, das heißt, ich sollte möglichst vermeiden, viel Druck auf Isaiah zu geben. Die Frage ist, will ich seine Großschwerter schwächen oder will ich seine Schiffe schwächen? Man, die Schiffswiederbeleber, aber er kann sie noch rausholen. Ne? Aber seine Priesterin sind auch alle im Deck drin. Das wissen wir, das haben wir gesehen. Er kann natürlich eine Priesterin nachgezogen haben, das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich, da ist ein Schiffchen. Dafür haben wir aber noch einen Vipernexer. Die Schiffe können wir immer noch zurücksetzen mit dem Wesemir am Ende. Und dadurch, dass wir einen Wilgefurz haben und verbrennen können, können wir unsere Salben auch diese Runde nochmal nutzen. Ah, wir haben Markham gezogen, das ist doof. Aber ist egal, ich kann seine Großschwerter verhindern. Dieses Großschwert wird auch verhindert. Er hat eine Priesterin gezogen. Okay. Ich muss ein Großschwert verhindern. Wir haben natürlich noch... Ah, das Problem ist, wir haben keine Vipernexer. Wir haben noch einen im Deck, aber den werde ich nicht rauskriegen. Da ist Hümm. Jetzt gibt er uns einen Spion. Nein, er holt sich eine Hundeschnauze raus. Okay, das heißt, Schwalbentrank. Perfekt. Er kriegt noch einen Fred raus, aber solange sich jetzt ein Großschwert hochsetzt, ist es nicht wirklich schlimm. Ich gehe jetzt diese Runde all in. Ich weiß, dass er sein Geralt Igni nicht hat, das heißt, ich kann es auch machen. Okay, die falsche Karte bufft sich hoch. Kann ich irgendwas? Nekrophagen oder Vampir? Überlege ich gerade. Ich glaube, ich könnte was für mich Gutes erschaffen. Ein Ghoul will ich nicht wirklich haben. Ghoul bringt mir nichts. Moderhaut bringt mir auch nichts, weil den kann ich nicht wegwerfen. Ah, dann muss ich den Ikimara nehmen. Dann muss ich leider den Ikimara nehmen. Ist eigentlich egal, was ich angreife. Er hat noch eine Sigdrifa auf der Hand, das wissen wir. Er hat noch eine Koralle auf der Hand, das wissen wir auch. Muzzle, okay. Muzzle war seine letzte Karte. Das ist interessant. Er klaut mir sogar tatsächlich keinen Vipernhexer. Zack. Ah, nicht die wirklich beste Karte gebufft. Aber auch nicht wirklich die schlimmste Karte gebufft. Er kann auf jeden Fall noch ein Großschwert wiederbeleben mit Sigi. Aber er hat bis jetzt, glaube ich, keine weitere Priesterin. Das heißt, er wird sich Sigi ganz gerne aufheben. Da war Korall. Ich krieg noch Mahakam aus dem Deck raus. Jetzt muss ich sogar nicht mehr auf Korall aufpassen. Geralt Igni hat er nicht. Der ist ganz unten im Deck. Da kann ich freispielen, wie ich will. Na, was hat er noch? Schiff. Noch ein weiteres Schiff. Wird er nicht hinter das erste? Ja, er spielt es natürlich hinter das erste Schiff. Das ist auch nicht wirklich schlimm. Wir haben noch ein Wesemir mit einer Raunwurzel. Ein 24 Punkte müssen wir noch aufholen. Da kommt noch ein Schiffswiederbeleber. Ne, noch ein Schiff. Er muss noch eine Karte ausspielen. Die letzte Karte, die er wahrscheinlich auf der Hand behalten wird, ist Sigdrifa. Das heißt, dass er auf jeden Fall am Ende sein Großschwert wiederbeleben kann. Das ist halt die Frage. Letzte ist eine Karte. Restore haut er jetzt schon raus. Das ist interessant. Dann spielt er jetzt Sigdrifa aus, oder? Ja, spielt jetzt Sigdrifa aus. Das heißt, das Letzte, was er als Kombination hat, ist ein Schiff. Ich weiß nicht, ob sogar ein Großschwert nicht besser gewesen wäre, aber sein Großschwert ist auch nur auf 16 Punkte. Er kann noch eine Priesterin nachziehen. Er hat noch zwei im Deck. Das wäre tödlich für uns, wenn er eine Priesterin nachziehen wird. Das wäre wirklich sehr böse. Ein Vipernhexer noch ist in Ordnung. Könnte ich was Besseres kriegen, aber ich könnte auch was... Naja, er muss diese Runde anfangen.
ich könnte auch was weitaus Schlimmeres kriegen. Na, hat er noch eine Priesterin? Nein, er hat einen Spion. The God won't be pleased. Was schlecht für mich ist. Dann werde ich hier Punkte rausholen müssen. Ah. Ikimara verteilt die Punkte nur. Okay, er hat auf jeden Fall Restore. Er hat eine Priesterin gezogen. Nein, er hat noch ein Schiffchen. Okay, seine letzte Karte ist auf jeden Fall ein Piraten-Captain ins Schiff. Mit Restore. Ich glaube, das kriegt aber keine 23 Punkte hin, oder? Schiffsjunge ins Schiffchen. Das reicht nicht aus. Okay, damit haben wir gewonnen. Ja. War jetzt nicht die beste Nutzung von Zartius. Es gibt Decks, da kann er wirklich sehr, sehr wunderhaft sein. Aber das Deck ist auch mit ihm nicht wirklich schlechter, ne? Klar, man verliert in der kurzen Runde was, aber man kennt dafür, man weiß dafür, was der Gegner auf der Hand hat. Und das ist wirklich ein ziemlich großer Vorteil, bin ich ganz ehrlich. Ich mag diese Karte. Sie wird nicht wirklich häufig gespielt. Sie ist schwer. Sie kann auch nutzlos sein. Sie kann aber auch wirklich den entscheidenden Vorteil haben. Auf jeden Fall, man durchsieht immer die Kombos. Man sieht sofort, was er für ein Deck spielt. Man kann es sich denken. Es sei denn, man hat wirklich Pech und er hat seine Schlüssel-Goldkarten auf der Hand. Aber man sieht wirklich, was der Gegner für ein Deck spielt, welche Karten er auf der Hand hat, womit man rechnen muss und womit nicht. Aber ja, das ist es halt. Es ist eine lustige Karte. Und sie wird zu wenig gespielt. Ganz ehrlich, ihr könnt es euch ganz gerne mal angucken, ihr könnt es ganz gerne selber mal ausprobieren. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe immer gedacht, vielleicht gefällt es einem oder anderen auch mal Karten zu zeigen, die man nicht wirklich häufig sieht. Von daher, das war's mit der Folge Gwent Spotlight. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.